Du hast es gerade geschrieben. Ja, kannst du mal gucken, schon, Schatz. Wann spricht der Geschwollen? Ja, der Typ nervt irgendwie. Aber wer weiß, was wir bekommen. Litni-Kluft. Vielleicht kann ich ihn ja hier runterstoßen und es aussehen lassen wie ein Unfall? Oh Gott, in was gerät denn der für eine Scheiße? Diesmal hat er sich wirklich was eingebrockt. Der war noch nicht. Okay, auch wenn man Spaß hat. Ist ja gut. Wenn ihn Wutzle. Ah. Thank you, Arcade. Alles noch heil? Ja, ich glaube schon. Wieder einmal nur dank euch. Und wieder einmal bin ich von eurem Können beeindruckt. Diese kuriosen Geschöpfe, wir Fachmänner bezeichnen sie als Echos. Zwar führen die Chroniken des Moss wie auch die Legenden den Fall von Semekis auf die Götter zurück, deren Zorn über die Menschheit kam. Doch die Hintergründe sind nebulös. Könnten jene Ruinen ein Hinweis sein? Exquisite Meisterwerke von vollendeter Schönheit. Stellte die Errichtung solcher Wunder in den Augen der Götter möglicherweise einen Übergriff auf ihren Hoheitsbereich dar? Allein, es ist alles graue Theorie. Eines Tages erfahre ich womöglich die Wahrheit. Bei so viel Leichtsinn ist das unwahrscheinlich. Ihr habt recht, natürlich. Und ihr habt mich nicht nur mehrmals dem sicheren Tode entrissen, sondern ertragt auch mein Geschwafel mit erstaunlichem Gleichmut. Das freut mich, aber sind wir nicht zum Erkunden der Ruinen gekommen? Ich muss gestehen, dass ich eventuell nicht ganz ehrlich war. Im Grunde verlangte es mich lediglich nach einem Zuhörer. Wisst ihr, selbst die anderen Gelehrten auf dem Gebiet verlieren langsam die Geduld mit meinen Theorien. Deswegen kam mir der Gedanke, einen Begleiter anzuheuern, der würde mir zuhören müssen. Darum ging es ja also. Ich fürchte, so ist es. Und nun, mein Bester, wird es höchste Zeit für uns zurückzukehren. Na gut. Bitte keine Alleingänge mehr.
Ich hatte einen wunderbaren Tag. Hier, eure Belohnung für euren exzellenten Schutz und noch ein kleines Trinkgeld für eure Mühen. Wir nehmen, was wir kriegen, ne? Okay. Aber guck mal, jetzt musste ich den ganzen Weg nicht zurücklaufen und kann die anderen Missionen abgeben. Mann, war das eine gute Leistung, was? Josef lebt. Er will nur noch ein paar offene Fragen klären. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Er versteht zweifellos sein Handwerk. Er hat eure Diebe gefunden. Und ich glaube, die kommen nicht mehr zurück. Ich bin wirklich froh, dass wir Josef haben. Und wenn er sagt, es wird von jetzt an keine Diebstähle mehr geben, reicht mir das. Danke, dass du meine Sorgen zerstreut hast. Hier, für deine Mühen. Und ich dachte, du hast deswegen Kopfhörer auf, weil du mein zartes Stimmchen nur alleine für dich haben wolltest. ich brauch kein Taschentuch. Bin schon groß genug, ich kann hochziehen und runterschlucken. Ich muss schleunigst zum Dominium. So. Ein bisschen da hinten hin. Wenn die Neuankömmlinge. Deine Freunde wissen Bescheid. Sie sind bald da. Fantastische Neuigkeiten. Ich danke dir. Unser letztes Treffen ist eine ganze Weile her. So wie ich das sehe, gehört der Wein den Dreien genauso wie mir. Wie das? Nun ja, wenn Oldig mir nicht das wirklich gute Zeug liefern würde, könnte ich hier nur Plörre ausschenken. Und dann sind da noch Milan, der seine Kunden stets zu mir schickt, und Bożek. Ohne seinen kühlen Kopf wäre hier schon alles im Chaos versunken. Boklat steht und fällt mit diesen Dreien. Nimm auch nur einen von ihnen weg und der Markt ist Geschichte. Und ohne den Markt hätte ich nicht einen einzigen Kunden. Das sollte mir einen 66er wert sein, findest du nicht? Kein hoher Preis. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Missmutige Wirte und finster dreinblickende Schwertkämpfer gleichermaßen. So, ich sollte langsam alles für meine Gäste bereit machen. Da hast du mich also einen waschechten 66er schleppen lassen? Hätte ich das gewusst, hätte ich das Zeug verkauft und wäre jetzt stinkreich. Einmal probieren reicht mir aber auch, wenn du ihn mir denn anbietest. Ein 66er Gulton, meine Güte. Trifft sich gut, dass ich mir auch was Feines aufgehoben habe. Eine Flasche reicht für unsere Sorgen vielleicht nicht aus, aber schaden kann es sicher nicht. Da sind sie ja, die drei, die Boklat nicht entbehren kann. Setzt euch, meine Herren. Mögen die Probleme auf der Welt noch so ungeheuerlich und zahlreich sein. Mit ein paar guten Freunden kann man immer neuen Mut schöpfen. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dann lasst es euch dann mal munden. Aber bei der Kneipenschlägerei bin ich dann nicht dabei. Wie? Günther braucht nicht alles zu wissen. Günther, zur Information. Es wird alles hier archiviert. Geh mir aus den Augen. Ich brauche keine Versicher und Firmen. Ja, dann können wir ja jetzt endlich die Hauptaufgabe machen. Ich werde bis nur einmal kurz reinkommen. Die Karawane hält neben dem. Ja, das Gefühl. Ja, ich bin schon längst an dem vorbeigelaufen. Mir ist es aber auch eben gerade erst wieder eingefallen, dass ich ja einmal Heilung benutzt habe. Weil ich so ein bisschen spielen wollte mit denen, aber die wollten irgendwie nicht so. Hat er gehört? Ja, natürlich. Deswegen habe ich es ja auch gesagt. Sag mal,
Der Händler vorbei die ganze Zeit. Ja, ich habe heute eine Händlerallergie. Mann, das ist ja furchtbar. Diesseits der Meerenge wirst du keine bessere Auswahl. Ich sag mal so häufig wie andere sich in den Games verlaufen, ist mir noch nicht passiert. Eigentlich will ich ja mal Schmied werden. Hast du vor, eine Lehre zu machen? Antwort? Bleibt aus. Bitte sehr, Götz. Verlier ihn nicht nochmal. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren lang gezogen. Ich muss Elle und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist verdammt anstrengend und bringt weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Na, dann bleib dran. Ach, Götz. Tut mir leid wegen dem Pass. Ah, macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Und Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werd dein allererster Kunde. Ich spar meine ganzen Gil und kauf ein riesiges Schwert von dir. Ich geb mein Bestes. Bis dann. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Und vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so, treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Verstehe. Und ihr seid sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß? Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte. Wie ihr wisst, stehen die Dalmeka vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen.
Sonst gibt es ein Massaker. Wenn auch nicht durch Kupkas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten. Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr. Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch ich habe eigene Pflichten und ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Was wisst ihr über mein Blut? Sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbrütet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt! Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe! Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Kaiser Olivier hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Also geh und mach Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valisthea weiß, wer es wirklich lenkt. Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sandbreck. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter, alles nach Ultimas Willen. Vergebt mir, meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen, und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Danke, Eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Terence. Mein Prinz. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Ich. Wir Dragoons gelobten euch Treue, Eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret.
Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sanbreck erlöst. Ich sag mal so, die Alte kann hundertprozentig echten fantastischen Knoten machen, ja. Das würde die es bestimmt nicht so weit schaffen. Also ganz ehrlich. So, dann grüße ich erstmal noch Eis, mein Brudi. Ich hoffe, es geht dir gut und schön, dass du endlich eingeschaltet hast. So, habe ich dir gegeben. der Spruch wurde umformuliert. Naja, normalerweise eigentlich, ihre Nippel müssen nach Bier schmecken, aber ihre Nippel müssen nach Wein schmecken. Ja, zu der damaligen Zeit passt es besser, ja. Ja, ja, so ein 66er. Mhm, ja, ja. Ja, sie ist schon reif dafür, ne? Ja, ja. Ach, geil. Hey, was machst du denn mit mir? Pass doch mal auf, dass dich dieser riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Der Hafen ist leer. Und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Was ist, Großer? Weg hier! Schnell! Ich weiß nicht. Torgal! Hier lang.